wird, dann habt ihr die Übersetzung schon gefunden. Es geht um, wie soziale Medienfirmen Moralität definieren. Und das wird von den zwei Leuten, die hier stehen, von Matthew Stender und Gillian C. York präsentiert. Also gebt einen warmen Applaus. Herzlich willkommen. Hello everybody. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet einen großartigen Kongress. Danke, dass ihr heute hier seid. Der Kongress ist fast schon zu Ende, aber wir freuen uns, dass ihr trotzdem noch gekommen seid. Ich heiße Matthew Stender. Ich bin ein Kommunikationsstratege, Kreativdirektor und Advokat für digitale Rechte. Und es geht um soziale Medien und Zensur und freie Meinungsäußerung. Und ich heiße Gillian York, ich arbeite bei der EFF und ich arbeite an Privatsphäre und freie Meinungsäußerung und wohne in Berlin. Danke. For Berlin? Awesome. Ja, für Berlin? Das ist super. Ja, also ich hoffe, ich sehe dann auch ein paar von euch dort. Also wir werden heute über Sünde in der Zeit von Technologie reden. Also womit wir, was wir meinen ist, wie Firmen, also Inhaltsplattformen, soziale Medien, Moral und unsere Wahrnehmung davon definieren. Und ein paar Sachen, die wir zuerst erwähnen wollen, sind diese drei Hauptpunkte. Also soziale Medien haben einen unglaublichen Einfluss über unsere moderne Kommunikation. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen. Und diese Unternehmen haben auch eine große Rolle, unseren Blick, unseren globalen Blick auf Moralität zu definieren. Also wir lassen uns immer mehr durch diese Plattformen definieren, wie wir Moralität empfinden. Und letztendlich sind sie auch verantwortlich gegenüber ihren Aktionären und gegenüber Regierungen, aber nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Also es muss einen relativ großen Eindruck der Öffentlichkeit, einen relativ großen Druck der Öffentlichkeit geben, wenn da tatsächlich irgendwie was aufgrund öffentlichem Drucks passieren soll. Und wenn wir darüber, über diese drei Punkte nachdenken, dann kommen wir, also bleiben wir mal an der Oberfläche für einen Moment. Also wir werden heute über eine Idee reden, die ein paar Leute schon erwähnt haben, aber die Idee ist, es geht um eine technische Klasse. Also eine ganze Menge Leute hier im Raum haben wahrscheinlich die Verhandlungen und die Leaks von WikiLeaks, was TPP angeht, haben da die Leute drauf geachtet. Und worum es geht, ist, dass man quasi gefangen genommen wird von Unternehmen. Also eine Welt, in der Unternehmen jetzt immer mehr auch Regierungen verklagen können. Und die Menge an Einfluss, die Unternehmen haben, ist größer als die Länder haben. Und soziale Medien gehören da auch dazu. Und die Firmen, die diese sozialen Medien betreiben, können jetzt also nicht nur Kultur, sondern auch Leute innerhalb dieser Kulturen und wie die Leute innerhalb dieser Kulturen kommunizieren und auch global kommunizieren beeinflussen. Und Leute, die sich darum kümmern und auch Technologen, die sollen... Wir gucken vorne, die nächste 15 Jahre. Und ob was für diese Firmen, diese Sozialmedia-Dienste, die nicht, dass man derzeit nicht unterscheiden kann von ISPs. Und die sozialen Medien sind, also das ist nicht mehr so ein geschlossener Garten in Richtung, eher in Richtung Kaiserreich. Also zum Beispiel, das sind ein paar Nachrichten. Wie zum Beispiel Lieferungsmechanismen, also und auch Leute wie Elon Musk. Sie wollen wirklich große Sprünge machen. Sie wollen überspringen die vorgegebene Technologie. So, wir gucken und jetzt sehen wir eine Welt, wo Facebook hat Drohnen, Google hat Ballons und andere Leute haben Satelliten, um in der Lage zu sein, also direkt zu liefern an der Endnutzer, den Inhalt des Netzwerkes direkt zur Verfügung zu stellen. Und eine Sache, die wir sehen werden in diesem Feld, das sind die Grundlagen. Facebook hat einen Dienst, internet.org, Free Basics,
und warum es so wichtig ist oder interessant ist. Einerseits ist es, das ist ein freier Dienst, also Kosten. Die versuchen, die Leute, die noch nicht im Internet sind, eine Facebook-Fenster in der Welt zu geben. Und es läuft über Datennetzwerke für Länder, die, also für Indien, ein der größten Telco, aber nicht der größte. Es gibt sehr, sehr viel Druck, dass, also Facebook übt sehr viel Druck auf die indische Regierung gerade, um diesen Dienst über den gesamten Land anbieten zu können. Das ist leicht problematisch, weil es ist nur, es geht nicht, nur, nicht alle Webseiten gehen durch, nur manche Webseiten. Und für Leute, die Free Basics nutzen, das wäre deren ersten Blick im Internet. Und ist also ein Löwe, der in einem Zoo geboren ist. Die Evolution hat, also vielleicht träumt diesen Löwe von der Savanne, aber er kennt nur den Zoo. Und Facebook Free Basic ist, kennt nur Facebooks Fenster im Internet und sie wissen nicht alle, dass sie tatsächlich eine komplette Packung für deren ISP und sehr viele Leute könnten in der Facebook-Fenster blockiert bleiben, stecken bleiben. In andere Wörter, wir haben eine andere Firma, die haben, wo diese Firmen eine unvorgegebene Kontrolle gehabt haben. Und wie die Leute sich sehen und Millionen von politisch aktiven Benutzern haben, so wie die Leute bei Twitter und so weiter. Also die haben die reich gemacht. Und deswegen drücken wir dagegen. Zum Beispiel, ich habe einen Poke von Facebook und sie hat einen Poke bekommen. Also Facebook ist dann. Es gibt überhaupt keine öffentliche Kontrolle. Das sind quasi Diktaturen, die entscheiden, wie wir uns verhalten müssen. Und deswegen wollte ich diese Folie hier zeigen, um ein bisschen über öffentliche Rede im globalen Raum zu reden. Das ist von Ben Wagner, das ist ein Kolumnist, aber der hat auch diesen Standard geprägt, was öffentliche Rede im globalen Raum bedeutet. Und dieser Standard spricht im Wesentlichen jeden einzelnen Nutzer auf der Welt an. Aber gleichzeitig hat das auch freie Rede auf so ein ganz grundlegendes Level zurückgedreht, wo man also zum Beispiel sowohl die Regierungen von den USA als auch Deutschland als auch zum Beispiel Saudi-Arabien gleichzeitig glücklich. Und das ist also quasi der kleinste gemeinsame Nenner, was freie Rede angeht. Und das ist also so ein ganz niedriger, grauer Standard. Also Jillian hat gerade erwähnt, dass es dabei auch um Länder geht und Facebook ist noch so ein Unternehmen und andere soziale Medienunternehmen versuchen da auch auf dem globalen Spielfeld mitzuspielen. Aber schauen wir uns mal an, wie groß die sozialen Medien hier auf diesem Spielfeld sind. Und das sind also die letzten Zensusinformationen. Wir haben da China mit 7 Milliarden Leuten, Indien 2,5 Milliarden. Dann hier haben wir oben Islam und Christentum. Aber angeblich, also nach eigenen Statistiken, hat Facebook 1,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Und es gibt Leute, die sagen, diese Zahlen stimmen nicht. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass diese Plattformen jetzt zweifelsfrei groß sind. Also nicht größer als einige Religionen, aber Facebook hat mehr aktive monatliche Nutzer, als es Menschen in China oder Indien leben. Also wir reden nicht über Startup-Firmen, sondern wir reden jetzt über Firmen, die so groß sind, dass sie auch in der Lage sind, auch echten Einfluss auszuüben auf eine größere institutionelle Ebene. Also da unten steht Facebook Terms and Policies, everything you need to know, all in one place. Also die Facebook AGB, alles, was du wissen musst, alles in einem Platz, also an einem Ort. Und hier oben die Magna Carta, die Bibel, Koran, das sind lange existierende Dokumente, die von der Zeit auch stabil gewesen sind, die angeben sollen, wie Bürger oder Mitglieder einer Religion sich verhalten sollen, also ein Verhaltenskodex. Und Facebook
Also wie ich schon erwähnt habe, ist nicht demokratisch organisiert. Die AGB und die Bedingungen werden von wenigen Leuten geschrieben, die auch spezielle eigene Interessen verfolgen. Und wir reden jetzt aber um 1,5 Milliarden Menschen, die jeden Monat sich diesen AGBs unterwerfen, wo sie keinerlei Einfluss drauf hatten. Und worum es hier geht, ist, um es jetzt nochmal zur Spiritualität zurückzukommen, warum ist das überhaupt wichtig? Also spirituelle Moralität ist immer ein Ort gewesen, an dem Religion gelebt hat. Religion hat ein Monopol auf die Seele, könnte man sagen. Und es ist eine Menge an Regeln, denen man folgen muss. Oder dass man zum Beispiel nicht in die Hölle kommt oder wiederbelebt wird oder ein Leben nach dem Tod hat, was auch immer die Religion da sagt. Aber zivile Moralität ist ganz interessant in dem Sinne, dass der Staat als Institution die Möglichkeit hat, eine Menge von Regeln und Statuten aufzustellen. Und wenn man die verletzt, dann kann man zum Beispiel ins Gefängnis kommen. Und eine interessante Sache ist, dass der Staat der Einzige ist, der hier das Gewaltmonopol ausüben kann. Das heißt, die offiziellen Repräsentanten des Staates dürfen Dinge machen, die Bürger sonst normalerweise nicht tun dürfen. Und wenn wir uns jetzt die digitale Moralität angucken, die digitale Moral, dann, wenn wir über Free Basic reden zum Beispiel, wo man also Leute, den Leuten das Internet zum ersten Mal zeigt, dann kann es passieren, wenn man die AGB verletzt, dann kann man da ausgeschlossen werden von diesen großen globalen Netzwerken. Und Facebook versucht da wirklich ein Monopol oder zumindest sowas Ähnliches zu erstellen in ganz vielen verschiedenen Arten. Und was treibt Facebook an? Und das sind ein paar Dinge. Zum einen ist es ein protektionistisches gesetzliches Framework, wo es also darum geht, auch Copyright-Verletzungen nachzuverfolgen. Und es gab da Mechanismen, wie man kopiergeschütztes Material von der Plattform entfernen kann. Und die haben auch versucht, potenzielle Mitbewerber auszuschließen. Und das ist ganz wichtig in dem Sinne, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Also entweder kaufen sie einfach Mitbewerber auf, wie man zum Beispiel bei Instagram sieht, das hat Facebook aufgekauft. Aber Facebook zeigt auch, dass es die Fähigkeit besitzt oder den Willen, gewisse Inhalte einfach zu filtern, also zu zensieren. Zu tsu.com, das ist eine neue soziale Webseite, und Links auf diese Plattform wurden einfach gelöscht. Die waren einfach auf Facebook nicht erlaubt. Also selbst wenn man Facebook als eine Plattform benutzen will, um über eine andere Plattform zu reden, dann ist das in manchen Fällen nicht erlaubt. Und ein dritter Komponente ist, dass sie auf einer globalen Ebene arbeiten. Und es geht also nicht die Größe, da geht es auch darum, wie sie eine globale Reichweite haben. Und Facebook hat Büros auf der ganzen Welt und die machen auch diplomatische Aktivitäten und sind auch in vielen Ländern aktiv. Also um das jetzt nur mal bei Facebook zu bleiben für einen Moment oder Firmen wie Facebook, dann sehen wir, dass die traditionellen multinationalen Firmen, so Coca-Cola und McDonald's, den Endnutzer oder das Ziel für den Nutzer war Konsum. Und das ändert sich jetzt, denn Facebook versucht mehr und mehr Teile der Bedarfskette als Service Provider, als jemand, der den Content moderiert und ist auch verantwortlich für, wie man die Inhalte letztendlich aushandelt. Facebook-Nutzern, das ist für Leute, die Werbung machen wollen, nicht für die vermeintlichen Nutzern. Also erstmal für die für die Leute, die Werbung machen und dann erst für die Nutzern. Also, lass uns mal in die Details reden, wie die Moderation aussieht, der Inhalte. Also einerseits, wir haben eins für Gawker und für Wires, das sind 2 Jahre alt. Und was er getan hat, ist, er hat geguckt, wer moderiert den Inhalt auf diese Plattformen. Und also diese Firmen outsourcen diese
Job zu Richtung Marokko. Und also und hat geguckt, womit sie arbeiten. Und der zweite war über die Arbeiter in den Philippinen. Diese Mitarbeiter sind wahrscheinlich billig. Sie bekommen einen minimalen Zeitspanne, um an der Inhalt zu gucken. Und deswegen ist es so, wie es mehr oder weniger funktioniert. Über die verschiedenen Plattformen. Ich veröffentliche etwas und ich werde euch ein paar Beispiele von was ich veröffentlicht habe. Und wenn ich das poste zu meine Freunde können das melden. Wenn ich das veröffentliche, also für ein Privatpublikum, jeder, der sehen kann, kann das melden. Wenn es mal gemeldet ist, ein Moderator guckt es an und in der kurzen Zeit, wir sprechen gerade von einer halben Sekunde, so anhand von der Untersuchung, Sie müssen entscheiden, ob diesen Contest innerhalb der TOS passt oder nicht. Und Sie haben gleichzeitig legale und auch Gemeinschaftsstandards. Aber die sind meistens ein bisschen vage. Ich lasse euch ein bisschen Beispiele das zeigen. So, das ist eigentlich ein Beispiel, das ich gegeben habe. Also man sieht es nicht so richtig, aber das ist eigentlich, was die Leute als Guidelines zu haben, also was sie nutzen, um die Moderation zu machen für Facebook. Dieses Foto enthält Nacktheit. Ich glaube, jeder weiß, wer das ist und hat dieses Foto gesehen. Ja, nein, vielleicht. Das ist Kim Kardashian und dieses Foto hat scheinbar das Internet kaputt gemacht. Es ist ein Foto für ein Papiermagazin. Es wurde überall auf dem Web veröffentlicht und es wurde von sehr vielen Leuten gesehen. Dieser Fotograf ist definitiv eine Violation der Facebook. Aber Kim Kardashian macht sehr, sehr viel Geld. Von daher, soweit ich weiß, dieses Foto war völlig okay. Und lass uns mal diese Regeln wiederholen. Also die sagen, die Restriktion auf Nudität, es seitdem, es ist Kunst. Deswegen vielleicht ist es dieses eine Bild, wäre okay, wäre erlaubt. Also Kunst wird definiert durch ein Individuell, durch die Person. Andererseits, sie machen klar, dass ein Foto von Michelangelo David oder eins von einem anderen Kunststück wäre okay, wobei Standard, Nacktheit nicht unbedingt erlaubt wird. Sie sagen auch, dass diese meisten Leute in der Welt könnten ein bisschen empfindlich sein, wegen deren Kulturhintergrund. Und deswegen, die sagen ganz genau, dass sie versuchen, jeder glücklich zu machen, indem sie die freie Rede niedermachen. So, es gibt die Deutschen, also kennt jeder den Show The Golden Girls, die das kennen. Vielleicht kennen sie die, das war Dorothy. Das ist die Schauspielerin Beata, das ist ein Bild von 1991. Es ist unklar, ob sie für das Bild gesessen ist. Es ist ein sehr schönes Bild, sehr schönes Porträt von ihr, aber ich habe das veröffentlicht mehrmals in einer Woche und meine Freunde empfohlen, das zu melden und sie haben gesagt, das sei kein Kunst. Tut mir leid. Ein anderes Bild, das ist von einem Künstler namens Ruby Kaur. Sie hatten eine Serie von Bildern, in dem sie ihre Periode hatte und einfach das beschreiben, das normale Leben. Das ist ein Ding, das alle Frauen mitmachen haben. Und als Ergebnis hat Instagram das blockiert. Warum? Ist unklar. Sie haben gesagt, dass es ein DOS nicht durchgelassen ist, aber Und letztlich, das hier ist eine Freundin von mir. Und ich weiß nicht, wer dieses Bild gemacht hat. Sie haben einfach ganz normal bekannte Wörter und sie haben dann Sexarbeiterin, die posiert haben, genauso wie in der altes Lied. Und Google Plus hat das nicht cool gefunden und sie haben es dann sofort beendet. Das hier ist eine Katze. Nur damit ihr alle glücklich seid. Ihr seid wach. Ja, das war erlaubt. So, also weiterhin dazu haben wir ein weiteres großes Problem mit Diversität. In diesen Firmen, das sind Fakten von der Firmen selber. Sie veröffentlichen ihren Diversitätsbericht und sie zeigen die Statistik. Sie haben nur über die Staatsangehörigkeit wo sie arbeiten. Also in deren
Und der erste Staat ist der älteste und dann ansonsten ist es nur US. Aber wie Sie sehen, diese Firmen sind meistens weiße Männer. Und das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Insbesondere, wenn man spricht über Policy. Also die Leute haben einen Bias. Und diesen Bias ist eigentlich die amerikanische... Also es gibt keine Gewalt. Gewalt ist okay, aber Nacktheit nicht. Und das ist, und wenn wir feststellen, also wenn wir sichern, dass es mehr unterschiedliche Leute in der Team selber, dann sind verschiedene Weltanschauungen in der Prozess und deswegen sind diese Policies besser, breiter. Und was können wir jetzt machen als Aktivisten, als Bürger, wie auch immer wir uns selbst sehen? Naja, und das Erste ist, wir müssen dezentralisierte Netzwerke entwickeln. Wir müssen den Leuten Macht abnehmen, denn diese Firmen werden nicht kleiner. Ich sag nicht, die sind too big to fail, also zu groß, um dass man sie zerschlagen kann, aber wir müssen uns, also sie bemühen sich schon darum, immer mehr Kontrolle über unsere Reden über unsere Gedanken zu bekommen. Und ich bin jetzt kein großer Fan, dass man einfach Transparenz um der Transparenz willen hat, aber es gab diese Transparenzreporte jetzt schon seit einer langen Zeit, wo man dann gesagt hat, welche Länder gesagt haben, okay, ihr müsst jetzt Inhalt entfernen. Aber wir sehen jetzt schon, dass diese Transparenzreporte schon komplett fehlerhaft sind. Und einfach nur zu dokumentieren, okay, welche Takedown-Requests es gab, das ist nur ein erster Schritt. Wir müssen drüber reden, was sind denn die freie Rede-Standards, über die wir da reden wollen. Also wir haben eigentlich schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich weiß nicht, warum die Firmen jetzt der Meinung sind, sie müssten da eigene Standards entwickeln. Und wenn wir sagen, diese Firmen sollen sich an öffentliche freie Rede-Standards halten, dann... ist das der einzige erste Schritt. Denn wir können den Leuten nicht einfach sagen, na, geh nicht auf Facebook oder Google Plus. Wir können den Leuten nicht sagen, wenn es euch nicht gefällt, dann geht halt einfach. Denn das ist keine Option für viele Menschen. Und was ich auch noch sagen würde, ist, wir brauchen öffentlichen Druck. Das haben wir gesehen, dass das funktioniert. Letztes Jahr gab es die Regel bei Facebook, dass man nur mit dem echten Namen, da gab es dann Drag Queens, die in San Francisco von Facebook runtergeschmissen wurden, weil sie ihre Drag Names eben benutzt haben. Und das ist total in Ordnung. Aber die haben eben dagegen gekämpft und die haben eine Koalition gegründet und das hat dazu geführt, dass Facebook sich ein bisschen geändert hat. Also es ist noch nicht komplett gelöst, aber sie machen Fortschritt und ich hoffe, dass das endet gut. Und das Letzte ist, das ist jetzt also wirklich nur Werbung, unterstützt Projekte wie unserem. Also Matthew wird da gleich über onlinecensorship.org reden. Und es gibt dann auch ein Projekt von Rebecca McKinnon, das heißt Ranking Digital Rights. Also um einfach nur hier diesen Punkt abzuarbeiten, es gibt eine Plattform, die heißt onlinecensorship.org. Da können Leute auch ein Formular ausfüllen und sagen, wenn Inhalt von Plattformen entfernt wurde. Und warum das interessant ist, ist eben, weil die Transparenzreporte grundsätzlich fehlerhaft sind. Und wir wollen jetzt Informationen sammeln über die Art und Weise, wie die Firmen, die soziale Medien anbieten, moderieren. Denn wir wissen einfach nicht... Es gibt keine Verantwortung in dem Fall und echte Transparenz gibt es auch nicht. Und wir hoffen, wir können da Trends finden, über welcher Content entfernt wurde und in welchen Ländern und welche Trends es da eben gibt, wo die Leute selbst sagen können, welche Inhalte entfernt wurden. Und ich hoffe, solche Plattformen, die also quasi jetzt am Entstehen sind, können eine Antwort sein für die Gemeinschaft, dass Leute Teil von, dass Transparenz entwickelt wird. Und ja, also wir haben dieses Jahr angefangen und im März gab es die ersten Reports. Und bevor wir jetzt also zu den Fragen gehen, will ich also noch eines erwähnen. Also es ist total wichtig, dass wir Facebook diese Fragen stellen, was öffentliche Verantwortung heißt. Aber wir können verlangen, dass Facebook...
Entwicklungen trifft, also Entscheidungen trifft und ihr Regelwerk öffentlich zusammenschraubt. Und es ist wichtig, das sind Wertentscheidungen. Das ist immer politisch, wenn Facebook solche Entscheidungen trifft. Und wir können nicht vergessen, dass das alles am Ende politische Entscheidungen sind. Und entsprechend müssen wir es auch politisch angehen. Und wenn das für euch bedeutet, okay, wir müssen aufhören, na da gut, dann könnt ihr da rausgehen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr wisst, dass eure Freunde und eure Familie diese Plattformen benutzen. Und deswegen schulden wir es denen, dass wir darauf hinarbeiten, dass es da bessere Regeln gibt und Transparenz. Ja, herzlichen Dank. Also bitte, es gibt jetzt Fragen und Antworten. Bitte stellt euch an eins der Mikrofone, wenn ihr eine Frage habt. Ich glaube, es gibt eine Frage aus dem Internet. Nein? Okay, dann bitte. Mikrofon 1. Ihr habt gerade gesagt, dass vor allem jetzt nach dem Talk wollte ich überlegen, Facebook einfach aus Facebook rauszugehen oder irgendwie anzufangen. Ich weiß nicht genau was. Also ich meine, und ich stimme euch zu, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe Facebook jetzt 6 Jahre lang benutzt und es ist es ist für mich schwierig. Ich bin in dieser wunderlichen Situation und jetzt soll ich entscheiden, was ich machen soll. Gibt es Hilfe, die mir sagt, was wir, die in meinem Zustand als Entscheidungshilfe dienen kann? Das ist eine harte Frage. Also ich mache mal meinen Datenschutzhut und sage, was ich Leute sagen würde, die sich darin sehen, die auch das aus einem Privatlebensstandpunkt. Also das ist, was ich tue. Und in diesem Fall, es ist verstehen, wie die Gefahr ist, welchem Gefahr du und dem du bist bei der Datensammlung von diesen Firmen und natürlich die Zensur. Und es ist eine persönliche Entscheidung. Und es gibt tatsächlich Forschungen rund um diese ganzen Sicherheit und Denken durch diese Modelle, die eventuell dir helfen könnten. Ich weiß, vielleicht. Ich meine, ich glaube, das ist eins von diesen eine große Frage, wo ganz viele Leute sind zusammen und verbunden mit E-Mails und Facebook und der Kost der verlorenen Opportunitäten durch den Verlassen von Facebook. Es ist, also was wir jetzt von Facebook sehen, es wird nicht besser. Es wird immer, es kommt immer mehr Teile unserem Leben und immer schwieriger von einem Sicherheits- und Datenschutzaspekte. Ja, ich möchte noch mal kurz nachfragen. Ich sehe jetzt gerade nicht mein Hauptpunkt ist jetzt gerade nicht für mich selbst die Folgen. Ich bin mir schon bewusst, dass Facebook eine schlechte Sache ist. Und ich kann auch rausgehen, aber ich denke eigentlich mehr, also es ist schon lange nicht mehr so weit, dass wir selbst für uns entscheiden können, ist es gut für mich oder für meinen Freund oder für meine Eltern, sondern wir müssen auch drüber nachdenken, ist Facebook als solches für die Gesellschaft irgendwie was Gutes, so wie ihr es auch gesagt habt. Also ich denke, wir müssen das jetzt, also die Entscheidung von einer Person auf viel mehr Leute verlagern. Ja, ich bin damit einverstanden. Das meine ich auch. Ja. Worüber wir sprechen in diesem Projekt, in dem wir zusammenarbeiten, das ist nur ein kleiner Teil von dem gesamten Problem. Das muss von verschiedenen Richtungen angegangen werden. Ja, dann gibt es noch eine Internetfrage. Und eine Frage war, sind die Moderatoren nicht das eigentliche Problem, die alle möglichen Dinge sperren, also statt dass die Dienstanbieter selber? Also kannst du okay, bitte das wurde wiederholen. Wohl nicht verstanden, wird nochmal wiederholt. Also ob die Moderatoren, also die teilweise Freiwillige, die dann das Problem sind, die dann alles sperren, was sie nicht mögen, statt die Dienstanbieter. Nein, ich würde mal sagen, die Inhaltsmoderatoren, wir wissen nicht, wer das sind. Das ist so ein Teil des Problems. Wir wissen nicht. Ich habe verschiedene Sachen gehört, aber deswegen bestimmten kulturellen Kontexten. Diesen Moderatoren sind pro dies oder pro das, aber ich bin mir nicht sicher, wie tatsächlich das hält. Aber was ich sagen würde, ist,
es sieht nicht so aus, als ob sie tatsächlich die Ressourcen hätten, um deren Job zu machen. Und auch wenn es die besten Leute wären und neutralsten, sie haben auch so gut wie kein Zeit und kein Geld und keine Ressourcen, um damit zu arbeiten, um eine Entscheidung zu treffen. Okay, dann Mikrofon 3 bitte. Test, Test. Also zuerst mal danke für euren großartigen Talk. Ich habe nur eine ganz grundlegende Frage. Und zwar, es sieht irgendwie logisch aus, dass Facebook jetzt irgendwie einerseits sagt, das Mantra ist, wir müssen die Kinder schützen. Das kann ich auch verstehen, ein Stück weit. Und das kann man auch irgendwie verstehen, dass man sagt, na gut, also ich hätte gerne irgendwie einen echten Namen und ein echtes Alter. Also wenn Sie jetzt Sachen wie Nacktheit filtern, wieso benutzen Sie nicht dieses Alterskriterium, um Eltern vor Nacktheit, um Kinder vor Nacktheit zu schützen und alle anderen können es konsumieren? Ein paar Faktoren. Aber die technische Seite. Was ist Nacktheit? Und in einem Prozess ist es tatsächlich geflaggt. Es gibt irgendwelchen Boxen zu sagen, was es für ein Inhalt das ist. Und etwas, dann wird das gemeldet an der besonderen Nacktheit-Moderator und der sagt ja und dann filtert das raus und ja, filtert alles unter einem bestimmten Alter und es ist Teil von einem systematischeren Ansatz von Facebook, die sehr breit ist und diktiert diese digitale Baseline, Grundlage, diese morale Grundlage. Und jeder kann das nicht sehen. Das sind die harten Zeilen. Egal, wo du bist, egal, wie alt du bist, das ist der Box, wo du bist. Und alles, was außerhalb das ist, egal, wer du bist, woher du kommst, das ist, was wir sagen, du kannst es sehen oder du kannst es nicht sehen. Und wenn du das veröffentlichst, dann wird dein Account gesperrt. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für Fragen. Ich möchte mich bei allen Leuten entschuldigen, die sich trotzdem angestellt haben. Ich denke, ihr werdet nachher noch Zeit finden, das zu diskutieren. Herzlichen Dank an alle und herzlichen Dank auch an die Vortragenden. Und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzerkabine. Ihr habt die Übersetzung des Vortrags hin in die...